Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight. Ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen, dass ich hier ein bisschen eine ruhigere Stimme habe, wegen dem Ambiente und so, ne? Dass ich nicht so rumschreie. Weil das passt doch überhaupt nicht in dem Spiel hier. Das wäre auch nicht so das Optimalste, das muss man schon sagen. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben, ob ich das denn stört, wenn ich ein bisschen... Wie soll ich sagen, ein bisschen mehr. Ein Schreien ist es ja nicht gerade. Vor allem bei solchen Spielen. Aber wenn es stört, wenn ich hier ein bisschen lauter werde oder so. Kann sein, wenn ich eins knapp wird oder ich nur so knapp überlebe, dass dann ist es nun mal so. Da komme ich noch nicht hoch. Schade, Banane. Ich muss hier irgendwie weiter. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht übrigens. Das habe ich komplett wieder vergessen. Ich kann wieder hoch, glaube ich, um den Kompass kaufen. Der kostet, glaube ich, 200 Geoden oder Geos oder wie das hier genannt wird. Ich versuche es mal. Ein bisschen. Versuche mal einen Heimweg zu finden. Dann werden wir ja sehen. Ob es reicht oder nicht. Also bis jetzt habe ich noch nicht viel Feedback gekriegt zum Play hier. Aber es könnte auch dran liegen, weil ja Ferien sind. Also nicht einfach nur Ferien, sondern Weihnachten war. Hat nicht so viel. Haben nicht so viele geschaut. Ich gebe jetzt nämlich Schuld, dass eben Weihnachten, da habe ich alle Zeit, um Videos zu schauen und so weiter, ne? Deswegen verzeih ich euch das jetzt mal. Das macht mir Spaß, dieses Spiel. Ich werde es auch versuchen, wirklich auch regelmäßig immer jeden zweiten Tag, ne? Ihr kennt das Prozedere. Ist ja nicht anders. Hey Dude, hast du was zu sagen? Oh, was für ein Glück. Unser Warenhändler ist zurückgekommen. Einfach wieder reinspaziert. Ich hoffe mir Geschichten von seiner Zeit im Untergrund. Doch scheint er sich an nichts zu erinnern. Vielleicht war es zu viel für ihn. Falls du Interesse in seinen Waren hast, sei besser vorsichtig. Er wird dir kaum gelingen, seinen Preis runterzuhandeln. Kein Konkurrenz, das ist das Problem. Es ist nicht gut für die Wirtschaft. Aber er beschwert sich natürlich nicht. Oh ja. Bist du müde? Ja, das kommt dann immer da. Eben weil Weihnachten ist, es habe irgendwie allgemein, dass nicht so viele meine Videos schauen gerade, auch Overwatch und so. Und das gebe ich wirklich wegen Weihnachten, ne? Rüste ein Talisman aus, um seine mächtigen Fähigkeiten zu aktivieren. Aber ich muss es auf der Bank tun. Ach ja, das war ja so ein Ding, ne? Käufernadel kann ich auch direkt. Das könnte auch praktisch sein. Eisquellen. Hirschkäfer. Hirschkäfer ist auch praktisch, ne? So. Da habe ich kein Geld mehr. Ja, dann rüsten wir das mal aus. Ich weiß gar nicht, ob ich schon was ausrüsten kann. Genau hier. Ich habe zwei Sockel. Weil jetzt sehen wir, wo wir sind. Mit dem Kopf. Und ich glaube, ich fange von oben an. Ich gehe von hier wieder runter. Oder ne, wir haben ja einen Schlüssel gekriegt. Ich glaube, das ist für da hinten. Ich erinnere mich, Freunde. Ich erinnere mich. Da ist eine Tür mit einer. Ah nein, das muss man kaufen, das einfache Schloss. Genau, wir müssen noch mal kurz beim Händler vorbeischauen. Dann sehen wir, was es so hat. Aber mit unseren Geoden-Währung-Dingens. Münzen, Mark, whatever. Können wir wahrscheinlich nicht viel kaufen. Hi, Dude. Desley. Ah, hallo, ich wusste, wir würden uns wieder begegnen. Ich habe komplett vergessen, wie ich das letzte Mal geredet habe. Wie gefällt dir mein gemütlich kleiner Laden? Ich habe es mir ziemlich bequem gemacht und verkaufe alte Schmuckstücke an Reisenden wie dich. Also, wo haben nach unten zu reisen, habe ich einige Gestände, die dich Überlebenschance erhöhen könnten. Warte mal, Gio. Da ist der Anfangsschlüssel, genau. Für 950... Währung. Geo. Ich glaube Geo.
Kann sein. Ich weiß es doch nicht mehr. Ja. Dann gehen wir, schauen uns ein bisschen um. Weil ich wieder komplett vergessen habe, wie es weitergeht. Ich glaube links. Wir haben da ja noch zwei Wege, die wir noch nicht... wo wir noch nicht waren. Dann schauen wir mal, was uns denn da erwarten wird. Hier ist... Genau, das ist der Kokon-Dude. Au! Hier geht's ja weiter. Zum nächsten Gebiet. Zwar ja... Aber da kommen wir, glaube ich, noch nicht rein, ne? Der Pilgerweg. Reisende von Heilandsnest steigen durch grüne Wildnis und pilzbewachsene Haine zur Stadt im Herzen dieses Königreichs hinab. Dort werden alle Wünsche erfüllt, alle Wahrheiten enthüllt. Ich versuch's mal, ob ich da durchkomme. Ich glaube, für uns fehlt ja da die Fähigkeit, ne? Ich glaube, das war so. Wir brauchen noch eine Fähigkeit für den Dude da. Wir kommen durch. Stirb. Ich hab gesagt, stirb. Okay, dann nicht. Wir sind ein bisschen... Uns hat irgendwas getroffen. Ah ja, als wir runtergesprungen sind. Da, wir brauchen nicht mehr. Da kommen wir auch noch nicht weiter. Da brauchen wir den Wandsprung. Den haben wir noch nicht. Tja, Freunde, so, das waren wir schon mal im letzten Let's Play. Deswegen, am Anfang kenne ich noch ein bisschen, also was wir können und was nicht. Das könnte, kann ich noch so ein bisschen sagen. Hier war ja der der Kartograf, der uns nicht mehr weiterhilft, helfen tut. Dann schauen wir uns hier ein bisschen um, da waren wir auch noch nicht. Komme ich da hoch? Ach ja, genau. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Tada! Tada, tada! Das ist ein bisschen... Ach ja, ich wollte ja mit Steuerkreuz steuern. Das ist ein bisschen angenehmer. Wegen... Ich mach's ja nicht schräg. Ist das also ein bisschen angenehmer so. Giftig, 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 gift. Überall... Oh mein Gott. Die Viecher, ne? Autsch! Das ist nicht nett. Stirbt man da? Ich glaube, da stirbt man instant, ne? Hey! Yeah! Yeah! Okay. Das war eine Sackgasse. Gut, nett to know. Na gut, dann geht's unten weiter. Nach unten links. Wäre noch eine Möglichkeit. Zack. Glaube oder sowas. Der Boss haben wir bekämpft, ne? Der haben wir besiegt. Ja, sowas. Den Boss haben wir bekämpft. Also ich hoffe es jetzt. Ich habe es nicht falsch im Gedächtnis. Sonst hätte das auch ein bisschen doof werden. Nach hier unten sind wir nämlich noch nicht gerannt. Ja doch, eins weiter. Was war denn hier? Kann mir hier auch nicht weiter... Ach so, okay, okay. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Oben rechts. Ne, da kann man auch nicht weiter. Unten rechts, okay. Das ist halt jetzt am Anfang. Gibt es noch nicht viele Wege. Da muss man halt zuerst finden den Weg. Fortzukommen, weiterzukommen. Oh, fuck. Das war jetzt eher unangenehm als hilfreich da. Zack, zack. Gehen wir hier schön in Ruhe durch. Hier geht's weiter hoch. Genau. Wisst ihr schon übrigens gewöhnt, dass ich immer wieder auf die Karte schaue? Das ist so ein Tick. Ich weiß nicht warum. Ich muss das einfach immer tun. Obwohl ich weiß, wohin das geht. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Ich tue es einfach. Also, ne, wir leben damit. Vielleicht werde ich mir das irgendwann mal abgewöhnen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube wohl kaum. Weil da links kommen wir, glaube ich, nicht mehr weiter.
Ah, oh, was zum... Ah, der hat geschossen, ne? Das ist der falsche Weg! Ah! Uff. Das geht. Gut. Ah, da oben. Ja. Yeah. Kann man sich wieder ein bisschen aufladen mit Seelen. Oder was das ist. Ich glaube Seelenenergie oder sowas. Glaube ich. Das war hier oben. War da nicht der Boss, glaube ich, da rechts? Das ist ein Fahrstuhl oder sowas. Ich möchte auch noch hoch. Ich schaue mir jetzt ein bisschen um, weil eben Sortierung wie ein... Wie, keine Ahnung, wie ein Käse. Also in echten Leben nicht. Ich habe es irgendwie nur in Videospielen. Also so 2D-Dingen habe ich irgendwie nicht so eine Orientierung. Sonst habe ich eigentlich gute Orientierung, glaube ich. Ah, doch, ich weiß wie. Mit diesem hier. Genau. Hopp. Nein! Das ist nicht einfach, Freunde. Okay. Wow. Yeah. Ich hab's geschafft. Ich hab einen Freund gerettet. Uff. Das ist... Vor allem... Da ist mein Herz richtig am Rasen bei solchen Passagen, ne? Ja, lass mich in Ruhe. Ah. Uff, ich hab Mut gerade. Hopp. Uff. Ah, und in solchen Momenten merkt man, dass es gute Jump'n'Runs sind. Weil man hat das unter Kontrolle. Man hat das unter Kontrolle, wie hoch das man springt und so, ne? Oh, fuck. Weißt du, mich jetzt gerade... Okay, das war jetzt ein bisschen... Da war ich selbst ein bisschen übermütig, muss ich schon zugeben. Also noch nicht gerade die Gegner... Die mir am besten gefallen. Jetzt sind wir wieder hier. Zack. Aha, Shortcut. Shortcut freigeschaltet. Richtig gut. Dunkel. Genau, hier war doch auch mal... Hier kommt man nicht weiter. Okay. Man muss, glaube ich, irgendwie... Kann man Licht machen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie auf jeden Fall. Dann gehen wir wieder hier lang. Oder haben wir da hinten was vergessen? Nee. Was war das für ein Zeichen? Ein Lift oder so? Man kann doch... Ja, aber hier. Trachten. Eine Tür mit einem Spalt. Genau, hier kann man auch nicht mehr weiter, oder? Da ist eine riesen Tür, die man nicht aufkriegt. Das war jetzt... Das ist... Dankeschön. Kann man sonst noch nichts tun, glaube ich. Okay. Dann gehen wir unten weiter. Wenn wir hier wieder eine Sackgasse erreicht haben, müssen also jeden Weg auskundschaften. Oder kommen wir da auch nicht mehr weiter? Ich glaube, hier war auch ein Weg, damit ich weiterkomme. Ja. Kaki. Da war das Sly, der ist nicht mehr da. Ich glaube, mir ist gerade ein Geistesblitz gekommen.
Wir müssen wieder zu diesem Tempel gehen, glaube ich, der oben war. Damit wir hier den Bosskampf freischalten oder sowas in der Art war es, glaube ich. Aber ich schaue jetzt da noch mal links. Bei dem Turm oder Lift, was das war. Aber ich glaube, da kam ja auch nicht mehr weiter. Da braucht man, glaube ich, auch eine Fähigkeit oder von der anderen Seite. Genau, weil hier ist es zu. Ich erinnere mich, werte Freunde. Okay, wie geht's jetzt aus dem schnellsten? Ich glaube zum Käfer, ja. Da können wir vom Käfer nach Mistmund reisen. Und dann schauen wir mal, ob es das war, was ich denke, dass es war. Ochi, das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Zack. Schnell nach oben. Können wir uns noch kurz auf die Bank setzen, damit die Karte aktualisiert wird hier. Zack. Schauen wir uns das kurz an. Genau. Da rechts kommen wir nirgends mehr hin. Zweitens da links unten. Da kommt. Hi Käferchen. Was geht ab? Gut. Dann gehen wir wieder da hoch. Mit 130. Ich schaue mal kurz beim Händler vorbei. Vielleicht hat er irgendwas Cooles. Hast du was Neues? Nee, okay. Ich weiß nämlich nicht, ich habe schon wieder vergessen, was der hat. Einziges Ei. Habt ihr hier einen Unterlandtisch gefunden? Irgendeine Kreatur muss es dort gelegen haben. Okay, ich kaufe das mal. Ich glaube, das hat irgendein NPC braucht, dass das mit in die Stadt kommt. Aber das bin ich mir nicht ganz sicher. Ne, Freunde, bin ich mir nicht ganz 100% sicher. Aber es hat irgendwas auf sich mit dem ranzigen Ei. Gut, da gehen wir da rechts, glaube ich, was. Stirb doch einfach. Okay, ich muss oben lang. Gut, not to know. Schauen wir mal, was jetzt hier abgeht. Hier ist nichts mehr. Okay, das war's nicht. Die Mitte? Okay. Dann gehen wir in die Mitte. Da beim Anhügel. Also ich kann noch kurz zu der Käferchens. Zu der Würmer. Da habe ich jetzt zwei Freunde gerettet. Vielleicht geben die mir was Schönes. Zwei Babys wieder gerettet, die jetzt riesen Freudentanz haben da hinten. Dann schauen wir uns kurz an, ob uns das vielleicht was hilft. Hi. Uhu. Hey. Hast du was für mich? Dankeschön, yay! Noch mehr? Dankeschön! Ich mag den Dude. Hi! Ich find's vor allem cool, wir haben jetzt drei befreit. Und es sind drei hier. Das ist wirklich so ein Detail, das macht mich glücklich, Freunde. Dieses kleine Detail macht mich richtig glücklich. Bin ich jetzt zu weit runter? Nee. Ist gut. Den Zettel haben wir noch. Ach ja! Da hab ich umgekehrt wegen. Oh, wow, Freunde. Wow. Sorry, guys. Sorry. Ich war hier ja noch nicht. Dem habe ich noch überhaupt nicht geredet. Ich hätte hier einfach. Oho, Schneckenschaman. Oho, wer kommt denn da aus der Dunkelheit geschlichen? Oh, du siehst aber ernst aus. Ein seltsames, leeres Gesicht und eine fürchterlich aussehende Waffe. Etwas sehr Wichtiges. Führ dich in die Leiche.
Leiche Heilandsnest. Aber ich werde dich nicht danach fragen. Bist du vielleicht zu mir gekommen, weil du meine Hilfe benötigst? Mehr Worte braucht es nicht, Freund. Ich werde dir ein Geschenk machen, einen gemeinen kleinen Zauber, den ich selbst erschaffen habe. Passt genau zu einem kleinen Knirps wie dir. Hoho! Ah, das ist das, glaube ich, das Schleudern, ne? Den Angriff. Rachegeist. Kurz Kreis um den Geist im Fessel. Zauber, wir brauchen Seele. Die Seele wieder auf, um Gegner, indem du Gegner angreifst. Alter, hat er jetzt nicht gemacht. Da habe ich... Oho, endlich bist du aufgewacht. Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dich wohl vor der Kraft des Zaubers warnen sollen. Ich habe über dich gewacht, während du geschlafen hast und bin wohl selbst eingenickt. Ohohoho. Nun, da wir wach sind, wollte ich dich einen kleinen Gefallen bitten. Nicht im Gegenzug für das Geschenk, versteht sich, sondern einfach, weil wir jetzt Freunde sind. Weißt du, eine schreckliche große Bestie hat sich im Herz dieses Tempels eingenistet. Welche Respektlosigkeit. Ich würde dir sehr verboten, wenn du gehen und sie für mich erschlagen könntest. Es ist ein hartnäckiges Geschöpf, aber mit deiner neuen Kraft wird es dir nicht gewachsen sein. Viel Glück mit diesem kleinen Gefallen, mein Freund. Okay, dankeschön, aber... Was das Geschöpf sein wird, sehen wir dann im nächsten Part wieder. Macht's gut und schaltet übermorgen wieder ein, wenn's wieder Hollow Knight heißt. Macht's gut und gute Nacht.